Aloha, ich grüße euch. Lockdown Tag 41. Ja, wir haben heute Sonntag. Ich fahre gleich zu meinen Eltern und bin ein bisschen stinkesauer, wie man vielleicht auch in meinem Ton merkt. Aber ich drehe trotzdem heute dieses Video. Nehmt es nicht persönlich. Ist so. So, wir drehen, basteln heute dieses kleine Kärtchen. Ich habe es nicht weiter verziert, weil ich weiß noch nicht, wofür ich es nehme. Ich hatte überlegt, ob ich vielleicht hier so ein, das passt nicht so gut, vielleicht passt das, noch hier so eine Wimpelkette reinmache. Ne? Das weiß ich aber auch noch nicht. Man kann stempeln, man kann was reinschreiben, man kann es weihnachtlich gestalten, wie man möchte. Also finde ich ein ganz einfaches Kärtchen und wirklich schnell gemacht. Und das machen wir jetzt mal zusammen. So, ihr braucht einfach ein Kartenrolling und noch ein Kartenrolling. So, fertig. Und da dieser Kartenrolling ja dann recht groß, also ein Tick größer ist, kürze ich mir den auf jeden Fall hier in der Breite. So ein ganz kleines bisschen. So ein, zwei Millimeter schon. Also ganz, ganz wenig. Ihr müsst auch nicht weiß nehmen, ihr könnt bunt nehmen, ihr könnt euch auch Designpapier dafür nehmen oder anderen Cardstock, das ist total egal. So, jetzt nehme ich das Innenteil, was ich ein bisschen abgeschnitten habe. Und ich arbeite jetzt hier mit dieser Matte und lege mir das möglichst auf so Linien, ne? Dass ich das so ein bisschen nachvollziehen kann und mit dem Lineal eine gerade Linie ziehe. So, jetzt habe ich was vergessen. Wir drehen das Ganze einmal auf links. So, und dann legen wir es hier hin. So. So. Washi Tape. So. Dann klebe ich mir das so ein bisschen fest, weil ich möglichst jetzt gerade Linien ziehen will. So. Dann nehme ich mir ein Lineal, also ich messe mir jetzt erstmal komplett die Breite, die ist jetzt 10,2. Das heißt, die Hälfte davon ist 5,1. Ich darf auf keinen Fall jetzt eine Linie ziehen, die länger ist wie 5,1. Habe ich auch nicht vor, nur so, wenn einer sagt, ich will ein größeres Päckchen machen, ne, hier sollte man halt Acht geben, dass das nicht so lang ist. So, jetzt gucke ich, wo will ich das Paket, wo soll das anfangen? Soll das hier unten anfangen? Also wie hoch soll dieser Abstand sein? Ich finde, der sollte nie ganz hoch sein. Deswegen machen wir hier mal, ne, so ein Kästchen ist ja ein Zentimeter. Machen wir beim Zentimeter, legen wir das Lineal an. Und dann möglichst so, dass eine Gerade, dass ich hier mit einer Zahl, also dass ich abmessen kann. So, es darf nicht größer sein wie 5,1, dann sage ich mal, mein Paket soll aber recht groß sein und dann nehme ich mir 4 cm. Mache mir 1, 2, 3, 4 oder 4,5, machen wir 4,5. Ein Strich mit 4,5 cm. So, jetzt überlege ich mir, wie hoch soll mein Päckchen sein? Hm? Soll das größer sein? Soll das ein Tick kleiner sein? So, dann würde ich sagen, wir machen jetzt mal ein ganz hohes. Ich mache mal, also 1, 2, ich mache 3 cm. Dann lege ich mir das hier wieder an. 3 cm. Und hier mit der Zahl wieder so, dass ich die 4,5 cm abmessen kann. Schwuppsi. 1, 2, 3, 4. 4,5. So. So, jetzt überlege ich mir zweites Paket. Wie hoch soll das sein? Da würde ich sagen,
machen wir auch noch mal ein großes mit drei, ne, diesmal ein bisschen anders. Also mache ich drei Kästchen nach oben, gucke. Oh, ich muss mal ein bisschen runterziehen. So. Und damit das auch gut aussieht, sollte es natürlich ein bisschen kürzer sein. Ich mache es mir einfach auf 3 cm. 1, 2, 3 oder sagen wir 3,5. Ich wechsle hier meine Meinung. Ne? 3,5. So, dann sind wir schon beim nächsten Paket. Das soll nicht ganz so hoch sein. Möchte ich nicht. Also ich gehe 2 Kästchen nach oben. Guck, dass hier die Zahl möglichst, dass ich wieder abzählen kann. Das hatte ich ja jetzt 1, 2, 3,5. Dann mache ich hier 2,5. 1, 2, 2,5. Oder ich kann auch 3 machen. Wie hatte ich das hier? Ich glaube, das hatte ich gleichmäßig. Ja, mach mal 3. Kann ich mir immer noch entscheiden, ob ich das alles schnibbeln will. So, das war es auch schon an Anzeichnungen. Na, und die Länge könnt ihr frei wählen. Ihr könnt die Höhe auch frei wählen. Wir gucken jetzt mal. Dann nehme ich mir eine Schere und schneide das entlang der Linie. Einmal ein. Und bei der zweiten Linie auch. So. Und bei der dritten Linie mache ich das genauso. Und bei der vierten Linie mache ich das auch. So. Na, jetzt habe ich hier die 3 eingeschnitten. Jetzt lege ich mir das hin und falte mir das möglichst, dass es gerade ist. Alles einmal zu dieser Seite und das hier halt, weil das hat ja jetzt hier einen Schnitt und da einen Schnitt, ne? Das ist ja so schräg, aber wir falten das bei der kürzeren Linie. Ne? Einmal hier bei der kürzeren, das ist unser Punkt, wo wir das falten müssen. So, und bei dem obersten auch. So. Wir könnten auch ein Falzbein nehmen. Ich nehme jetzt gerade die Schere. So, jetzt machen wir das wieder in die Mitte, drehen das rum und knicken das in die andere Richtung. So, dann knicken wir es wieder zurück. Dann klappen wir die Karte auf und biegen die Teile hier nach innen. So, und schon haben wir diesen Turm, würde ich mal sagen. Und den können wir jetzt verzieren. Dann messe ich mir jetzt hier diese einzelnen Sachen aus. Und schreibe mir das möglichst auch auf. So. Ja, ich will kleine Lücken dazwischen haben. 4,1. Ja, 4,1. 4,1. Ich schreibe mir die Zahlen auf, weil ich sie mir nämlich nicht merken kann. Und 2,8. Und 2,8. Das brauchen wir zweimal. Und dann messe ich das hier aus. Sind 3,3. Ich mache mal 3,3. Mal ja auch 2,8 und das kleine hier hat 2,6,
2,6 mal. Ich muss es mir mal näher hinlegen. 1,8 mal 1,8. Also brauchen wir jetzt Papier, Designpapier unserer Wahl. Zwei davon, zwei davon, zwei davon. So. Jetzt gucke ich mal, was ich für Designpapier nehme. Ob ich wieder das gleiche nehme. Nee, ich gucke mal gerade. Moment. So, den habe ich mir jetzt rausgesucht. Und ich glaube, ich nehme das hier. Das passt eigentlich auch ganz gut. Mal schön bunt machen, weil es wird ja Frühjahr, ne? Oh, das gefällt mir ganz gut. Und dann vielleicht noch irgendwie. Mach mal ganz bunt. So. Die drei habe ich mir jetzt rausgesucht. Hier habe ich meine Maße etwas dilettantisch aufgeschrieben. So, schwupps, da fällt ein Stempel runter. Und ich brauche 4,1 mal 2,8. So. Und, also es ist sehr fitzelig, ne, wie ihr seht. 2,8, 1 und nochmal 2,8. Jetzt habe ich die beiden. So. Dann nehmen wir hier das großgemusterte, wie gesagt, Papier nach Wahl, was ihr möchtet. So, dann haben wir 3,3. 3, 1, 2. Da ist 3, 1, 2. So, mal 2,8. 2. Mal kontrollieren. Ja. Und nochmal die 2,8. So, und dann kommen wir schon zum letzten. 2,6. Und 1,8. Das ist ja wirklich jetzt total fisselig, ne? Also. Ups. Und nochmal 1,8.
gemacht. So. Fertig. So. Jetzt komme ich nochmal zu der Karte. Hier habe ich Band hinten. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. So. Hinten mit Tesafilm drauf gemacht. Da habe ich dünnes Washi genommen und hier habe ich wieder das Band hinten drauf geklebt. Das ist jetzt die Frage, was möchtet ihr? Ihr könnt jetzt direkt mit Washi-Tape, also schmales Washi-Tape draufkleben. Dann habt ihr nicht diesen 3D-Effekt. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel dieses Goldene nehme, obwohl ich glaube, das Goldene nehme ich ganz oben. Oder nehme ich alles? Ich mache, glaube ich, alles in Gold. Dann mache ich einfach ungefähr mittig, klebe ich das Washi-Tape auf. So. Könnt ihr das sehen? Und wir könnten quasi jetzt auch mal versuchen, das habe ich auch noch nicht gemacht, das hier jetzt direkt wie so ein Geschenk, ne, von allen Seiten. Gucken wir mal, wie das aussieht. Also damit könnt ihr auch spielen, das ist, wie ihr das möchtet. Ne, entweder ihr macht das mit dem Band, dann hat es so ein bisschen 3D-Effekt. Oder ihr macht das mit Washi-Tape. So, jetzt muss ich hier den Anfang wieder finden. Was schon mal nicht so einfach ist. Leute. Wobei die Schwierigkeit sich hier schon ergibt, den Anfang des Washi-Tapes zu suchen. Es wird ein längeres Video, da ich den Anfang nicht finde. Nein, es geht heute ein kurzes Video. Gibt's das? Ja, das sind dann so Sachen. Da müsste es aber sein. Nee. Das ist aber auch filigran, ey. Alter Verwalter hier. Also ihr sitzt wahrscheinlich da draußen und denkt, das kann doch nicht so schwer sein. Es ist schwer. Eieiei. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob euch das auch schon mal so geht. Da ist, ich hab's. Ha, cool. So. Ups. So, ne? Könnt ihr das? Sieht man das? Ich kann es jetzt gerade nicht in der Kamera erkennen, ob man es sieht. Ich hoffe. So, nächstes.
schön versuchen, mittig. Man kann sich natürlich auch abmessen, wenn man das möchte. Ne? So knicke ich mir das vorsichtig nach hinten. So. Und dann kleben wir die ersten schon drauf. Da könnt ihr mit Flüssigkleber, mit doppelseitigem Klebeband, mit der Klebemaus, was ihr möchtet. So. Das nächste. Bisschen Kleber drauf. Ich muss auch dringend mal noch meine Klebefläschchen nachfüllen, damit das hier alles ein bisschen filigraner funktioniert. So, schon haben wir das erste fertig. Nehmen wir die nächsten zwei. Jetzt gucke ich mal, ob ich noch irgendein anderes, ob das können wir ruhig machen. Ich nehme jetzt mal hier so ein Glitzerblau. Wenn ich denn den Anfang finde, ne? Ja, Anfang gefunden. So, wieder mittig aufsetzen, schnibbeln. Ach nee, jetzt ist der Anfang wieder weg. Da hatte ich irgendwo auch mal einen Trick gesehen, wie man sich das mit dem Washi-Tape oder auch mit dem Tesafilm ganz einfach den Anfang markiert. Ich habe es auch wieder vergessen. Ich weiß nur, ich wollte das mir eigentlich mal abspeichern. Ich habe es wieder vergessen, wie es genau ging. Das war ein total cooler Trick, wo man dann auch nicht immer Washi-Tape dann verschwendet, weil man das, ich könnte es ja an sich knicken, ne, und in sich kleben. Ich guck mal, vielleicht finde ich es irgendwo wieder und wenn, werde ich euch das zeigen. So. Och, Leute.
Sorry, ich muss mal wieder schimpfen hier. Tja, da, ich hab's. Cool. So, jetzt kleben wir das einfach mal komplett da drüber. Vielleicht macht das auch noch mal einen anderen Effekt. Geht nämlich auch. Da muss ich das gar nicht schnibbeln. So. Und schwupps. Direkt das nächste. Bevor wieder das Ende verschwindet. Ja, geschafft. So, die Enden wieder schön umknicken. Und wie gesagt, und wenn ihr Band nehmen möchtet, ob Ribbon oder Sisal oder, das habe ich dann nicht hier um das Designpapier gemacht, sondern das habe ich dann, wie gesagt, wirklich hier hinter dieses gemacht und dann mit Tesafilm festgeklebt. Das kann man auch machen. Nur diese Variante finde ich jetzt auch nicht schlecht, glaube ich auf jeden Fall. Schau mal, wenn ich fertig bin, wie mein Fazit ist, ne? So, jetzt haben wir schon das zweite. Jetzt kommt hier die ganz kleinen Fuzzi-Teilchen hier. Eins, zwei. Jetzt gucke ich mal, ob ich. Ich habe auch noch rosa. Und es ist ganz bunt. Haben wir hier wieder das Problem mit dem Anfang. Also ich habe ja in meinem Medikamentenschrank eine Lupe. Und zwar habe ich mir die mal gekauft mit Beleuchtung, wenn man Splitter hat oder so. Ich glaube, die sollte ich mir langsam mal ins Bastelzimmer legen. Für so Sachen. Wäre vielleicht auch zum Einfädeln nicht verkehrt. Machen wir direkt hier. Nein, da. So. Vorsichtig umknicken. Ich bin heute eher auch gesandt wie geschickt, ne? Wie ihr merkt. Aber also ich fahre ja jetzt gleich los zu meinen Eltern, habe 2,5 Stunden Fahrt mindestens. Bei dem Wetter, weil hier hat es nämlich auch geschneit. Vielleicht mache ich auch da ein kurzes Video, hatte ich aber auch, glaube ich, schon mal erwähnt.
Auf jeden Fall habe ich Zeit, mal ein bisschen in mich zu gehen, ein paar Sachen zu reflektieren. Und deswegen möchte ich zu meiner Laune heute eigentlich nichts sagen. Nur vielleicht, ja, es fällt mir unwahrscheinlich schwer, weil ich bin eine Labertasche. Ich bin auch mal sehr emotional und nehme mir Sachen immer sehr zu Herzen. Und da muss ich auch ein bisschen, glaube mal, von ab. Weil zum Beispiel ist ja wie mit WhatsApp, ne? Man liest Sachen oder Texte auch gerade so, wie man drauf ist. Und da kann das ein oder andere schon mal in den falschen Hals kommen. Auf beiden Seiten. Also damit meine ich euch. Ihr könnt, wenn ich irgendwas schreibe, das falsch verstehen, je nachdem, wie ihr gerade drauf seid. Aber auch ich kann irgendwas, was gar nicht so gemeint ist, in den falschen Hals kriegen. Und da ist es heute, glaube ich, ganz gut, dass ich mal die Zeit habe, die ich im Moment halt nicht habe, mal in mich zu gehen, weil ich ja jeden Tag auch ein Video drehe. Und ich habe ja gestern in dem Video erwähnt, wie oft ich gelöscht habe, was ich für Videos. Also das war der Hammer. Also das war schon, wo ich sagte, boah, geht gar nicht. Ne? Also ist gerade so im Moment ein bisschen die Luft raus, hat aber vielleicht auch mit meiner momentanen Situation zu tun, weil diese Woche ja auch nicht gerade angenehm war mit den Botschaften, ne? Und ja, und da werde ich gleich mal ein bisschen in mich gehen und mal gucken. Wenn ich ein Video drehe, ich denke, ich werde das drehen, aber ob ich es hochladen werde, weiß ich nicht. Vielleicht tut es mir auch einmal einfach mal gut. Das ist wie wenn man so einen Brief schreibt und den hinterher verbrennt. Vielleicht kennt das der ein oder andere, sich mal den Frust von der Seele schreiben. Und ich werde mir das halt vielleicht mal labern und dann gucke ich mal, ob ich das hochlade. So. Aber da möchte ich euch gar nicht zu sehr mit behelligen. Das ist ja meine Baustelle, nicht eure. So. Jetzt haben wir das so schon fertig. Ich habe ja hier noch Schleifchen dran gemacht. Die habe ich auch dann, also das war auch ein Akt, die zu knoten und dann hinten dran geklebt. Das würde ich jetzt hier auch irgendwie wollen, aber wie ist die Frage? Was mache ich für Schleifchen? Ich gucke mal hier, ob ich. Weiß fällt nicht so auf, ne? Das ist ja. Das ist vielleicht zu dunkel. Ich habe nämlich gerade hier die Ribbon-Bänder. Aber da ist nur schwarz-weiß, dunkel, das ist nicht ganz so dunkel. Ich probiere mal. Ich mache jetzt einfach mal ein Schleifchen. Ja, und da fällt mir ein, zum Beispiel eine Schleifenstanze habe ich noch gar nicht. Da muss ich ja auch mal gucken. Das machen wir jetzt anders. So. Ich möchte es schon ein bisschen festziehen, weil die Schleifen kann man immer noch hier ein bisschen regulieren. So.
ich hoffe, das kann ich euch jetzt so... Ach, nee. Ich und die dicken Finger hier. So, aber ich glaube, die Farbe gefällt mir nicht allzu gut. Ich gucke gerade, was ich hier so habe. Knack. Ich weiß nicht, ob ihr den Stuhl hört. Das ist echt der Hammer. Ich guck mal, ob ich hier mit irgendwie was... Nee. Einfach hier... Nee, passt auch nicht. Falsch gedacht. Hier habe ich noch was Schleifenband. Aber das passt auch nicht richtig. Dann nehme ich einfach dann doch das Rustikale passt auch nicht. Ich müsste irgendwas Glitzeriges oder soll ich doch in Silber? Passt eigentlich auch nicht richtig. Ich habe mir auch vorher keine Gedanken gemacht. Ich gucke mal noch, was hier so rumfliegt. Das passte ja ganz schön. Das habe ich mal versucht, auf Papier zu weben. Das schneide ich jetzt mal auf. War ja eh mit dem blauen Faden nicht so dolle. Dann nehme ich das. So. Machen wir daraus mal ein Schleifchen. So. Das wird schon. Schauen wir mal. Ne? Ich glaube, das passt auch von der Farbe her alles besser. Und wie gesagt, für mich ist das hier Gefummel. Aber vielleicht hat ja von euch jemand den ultimativen Tipp hier. So. Wir machen es erstmal fest, ne? Also richtig festziehen. Und dann kann man ja die Schleifen noch regulieren. Ja, auf jeden Fall besser wie alles andere. So. Schwupps dich. Hm? So. Und das würde ich dann mit einem Tropfenkleber, ein Tröpfchen, ja. Dran kleben wollen. Also dahinter so. Ich glaube, wir machen da mal so ein Klemmerchen dran, damit das gut. Vielleicht ein bisschen groß, das Klemmerchen. Ne? Das hier kann ich nehmen. Das hat einen guten Druckpunkt. So. So. Und dann machen wir noch eine Schleife. Das ist der blaue Faden noch. Noch ein blauer Faden. Ja, wie gesagt, da habe ich einfach mal versucht, auf Papier zu weben, obwohl das ja eigentlich Quatsch ist, weil ich das Papier ja hinterher weggeschmissen habe. Also da hatte ich wieder so eine Idee, die aber dann nicht so gefruchtet hat. Ich arbeite noch dran. So,
die Schleife festziehen und dann regulieren. Jetzt habe ich hier unten aber nichts zum das zu. Dann habe ich nur so ein Pünktchen. Nee, das ist falsch. Also nochmal. Ihr müsst schön unten so ein bisschen Schlaufe lassen, damit ihr was habt zum zum Kleben. Ne? Lasse ich meinen Finger mal dazwischen. So, festziehen. Schleife regulieren. Erstmal vom Finger kriegen. So. Ich glaube, das ist okay. Na, das ist natürlich jetzt ein bisschen groß. Aber das kann ich ja auch so. Und dann machen wir. Ja, ist auch nicht das Optimum. Ne, sollte sich vielleicht vorher Gedanken machen, was man dann dahin klebt. Aber es geht ja ums Prinzip, wie man das generell macht. Ne, und ich denke, das ist hiermit erklärt. So. Also es gibt mit Sicherheit schöneres Band, was man dahinter machen kann, was besser passt. Aber es ist jetzt nur mal so. Jetzt versuche ich auch mal noch ein bisschen festzumachen. So, dann gucken wir mal, ob wir nicht hier eine Washi-Kette dran machen. Wo haben wir denn so ein bisschen... Ne, das würde bei Einhorn passen. Also idealerweise macht man sich eine Washi-Kette passend zu dem Papier. Ne? Dass man halt irgendwie auch die Farben wieder aufgreift und sich dann hier so eine Washi-Kette hinmacht. Fände ich ganz nett. Ne? Aber ich habe jetzt keine Wimpelkette, die passt. Ne? Aber so dann beschriften, machen, tun und schon... ist das Kärtchen fertig. So. Gucken, ob das jetzt schon ein bisschen angezogen hat. Ich denke, so, ne? Ja, also oben geht mit Sicherheit hübscher. Na, also das gefällt mir jetzt die erste Karte ein bisschen besser. Ja, und dann ist es nur noch einkleben. In die Karte. Und dann habe ich eine Karte, die man dann aufklappt und so mit den Geschenken. Wobei man hier mit der Größe natürlich spielen kann. Kleiner, größer, nur aufpassen hier, dass das nicht zu lang wird. Also das könnte man noch einen Tick größer machen, aber nicht, dass es hier rausguckt. So, wir kleben die jetzt mal auf. Ist immer erst eine Seite nach der anderen. Ne? Ein bisschen Flüssigkleber. So. Ja, und dann klebe ich die andere Seite auch noch fest. Das mache ich aber gleich, wenn das hier richtig getrocknet ist. Ja, weil wenn ich das jetzt so zusammenwapse und der Kleber ist mit Sicherheit noch nicht trocken, dann bleibt mir das irgendwo hängen. So. Ja, und dann, wie gesagt, ob ihr hier noch eine Wimpelkette hinmacht, einen Spruch hinschreibt, irgendwas stempelt oder. Man kann das als Weihnachtskarte machen, als Geburtstagskarte, als Hochzeitskarte, als Babykarte. Und es ist eigentlich easy peasy und man kann sie individuell gestalten. Kann natürlich hier vorne dann auch noch irgendwas verzieren oder generell anderes Papier nehmen. Ob man Kartenrohlinge nimmt oder sich selber Rohlinge gestaltet. Da sind der Fantasie wieder keine Grenzen gesetzt.
Ja, ich finde die ratzifatzi schnell. Ne? Klar, wäre natürlich schön, ich hätte hier auch noch irgendwas dekoriert. Aber im Moment habe ich das halt nicht, weil ich auch noch nicht weiß, wofür ich die nutzen möchte. Ich habe auch, also wie gesagt, im Moment keine Idee, wer sie bekommen könnte. Aber die Idee, auf jeden Fall mit Wimpelkette noch zu arbeiten, finde ich gut. Und halt da noch irgendwas zu stempeln oder ein Embellishment oder. Ich weiß nicht, ich habe jetzt hier einen Hasen. Ich sage, das ist eine Osterkarte oder als Ostergeschenk. Ne? Hier sind Hasen hin. Aber wie gesagt, Fantasie ist nach oben. Es sind keine Grenzen gesetzt. Kann man machen, was man möchte. Es ging jetzt nur hier um die Technik. Ich hoffe, das habe ich einigermaßen rübergebracht. In diesem Sinne bin ich mit meinem Lockdown-Tag 41 etwas... Nee, Depri ist falsch. Aber nachdenklich... es sei mir auch mal gegönnt, fertig. Es ist natürlich heute Sonntag. Ich fahre ja gleich, wie gesagt, zu meinen Eltern. Habe ich ja eben schon ein bisschen reflektieren, auch während der Fahrt. Tut mir, glaube ich, auch mal ganz gut. Wenn ihr dieses Video seht, ist natürlich Montag. Dann bin ich halt nicht zu Hause, sondern etwas weiter weg und habe eventuell morgen ein Action Haul. Und dieser Action Haul, wenn ich denn was bekomme, wird keine Putzmittel enthalten, sondern Bastelkram, wenn ich denn was komme. Und alle, die das nicht sehen möchten, schalten den bitte gar nicht ein. Wenn er denn kommt, vielleicht habe ich auch Pech, keine Ahnung. Ich bin noch am Überlegen, ob ich die Kommentarfunktion ausstelle. Ich denke, ich mache dazu im Vorfeld auch noch eine Ansage. Und dann kann sich ja jeder überlegen, ob er es anklickt oder nicht. In diesem Sinne, habt viel Spaß beim Nachbasteln. Über einen Daumen nach oben und über einen lieben Kommentar freue ich mich natürlich. Schreibt mir, ihr könnt euch ruhig trauen, mir zu schreiben. Keine Angst, ich beiße nicht. Ich schreibe in der Regel auch zurück, nicht immer. Aber also wenn sich das wieder häuft und ich habe keine Zeit, dann kann es auch schon mal dauern oder ich vergesse es dann einfach. Aber in der Regel schreibe ich zurück. Wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, könnt ihr das gerne tun. Drückt die Glocke, verpasst ihr kein Video mehr. Kommt in meine Facebook-Gruppe. Wir sehen uns. Tschüss!